Sentisfäger aus der wunderschönen Schweiz, bestens bekannt aus dem Musikantenstadel. Und wie oft war der da überhaupt schon? Wisst ihr das noch? Habt ihr das gezählt? Ja, das allererste war noch beim Moik. Das waren wir in Steiermark. Schon ein paar Tage her, ne? Das war schon ein paar Tage her, ja. Und ihr habt ansonsten natürlich, ich habe es gesagt, ihr dürft noch mal kommen. Ihr seid gerne da geblieben, gell? Ja, selbstverständlich. Wir sind wirklich gerne da geblieben. Es war wunderschön, diese Zeit, diese Woche bei euch zu verbringen. Eine Woche mal nicht in der Schweiz, sondern bei uns hier im Badischen, gell? Gibt es auch schöne Gegenden. So ist es, aber sie ist so schnell vergangen. Und wie sieht das jetzt aus mit den Mädels so? Habt ihr da auch ein paar kennengelernt? Außer jetzt unser Publikum und die Mädels. Nein, eben nicht. Ihr habt nichts verraten. Nein, so viel verraten. Die Frauen schauen zu Hause. Genau, so ist es. Das heißt, wir sollten diesen Part lieber rausschneiden dann. Wenn es geht. Jetzt im Moment, ne? Also, oder wir können es ja so machen. Wir können das ja, in der Schweiz strahlen wir es nicht aus. Ja, nur in Deutschland. Und ja, dann habt ihr immer, wenn ihr nach Deutschland oder in Österreich so unterwegs seid, habt ihr Freischein. Du natürlich, Österreich müssen wir bei dir rausschneiden, ne? Uwe, wir müssen mal die Sendung mehrfach bearbeiten, ne? Dann müssen wir Deutschland auch noch rausschneiden. Ah, das lassen wir. Das lassen wir. Dann hieß lieber der Frau die Ohren zu, dann geht es auch. Ja, ansonsten natürlich, seit wann gibt es euch? Ich glaube, seit 1997 mittlerweile. Ja, mittlerweile schon seit 1997, schon 16,5 Jahre. Im Januar 17 Jahre und bald das 20-Jährige in 3 Jahren. Und wir sind stolz, dass wir so schon so lange zusammen sind. Also in 3 Jahren das 20-Jährige wird da schon ein bisschen was vorbereitet. Der Uwe wird schon fleißig am Schreiben sein für ein Jubiläumsalbum wahrscheinlich. Er verliert fleißig die Haare, ja. Das stimmt natürlich. Also ich muss sagen, also früher hat er noch ein bisschen mehr Haare. Jetzt ist es die Frage, seid ihr das vielleicht? Raubt ihr ihm die ganzen Haare? Junge Burschen.
Die plagen einen da, die jungen Burschen. Da musst du mithalten und das kostet Haare. Okay. Ansonsten, was steht euch so für die Zukunft vor? Wie sehen eure Pläne aus? Ja, die Pläne sind nicht immer das Gleiche an und für sich. Wir wollen Freude mit der Musik verbreiten und da sind wir immer dran, schon seit 16 Jahren. Und es gelingt uns immer wieder, wie wir auch heute gesehen haben. Es sind immer wieder neue Produktionen im Ansturm, die wir wieder packen. Aber das Schönste ist wieder, wenn wir für die Leute Musik machen können und das ist unser größtes Ziel. Das heißt, Sie sind deswegen natürlich auch, ihr gestaltet auch ganze Abende? Selbstverständlich, ja. Wie sieht so ein Abend dann aus bei euch? Was bringt da so alles? Ja, das ist von Querbeet, da machen wir alles. Wir spielen Festzelt, wir spielen Hochzeiten, alles, was das Herz begehrt. Wenn ihr uns einmal gerne hören wollt live, dann ungeniert anrufen. Wir sind für alles zu haben. Meine Oma hat schon genickt. Die hat schon für ihren runden Geburtstag vielleicht. Ja, selbstverständlich. Wo ist die Oma? Da vorne. Ja, dritte Dame von vorne. Ja. Schön, das machen wir gerne. Also gut. Ich werde mal sehen, vielleicht abwarten, sagt Uwe. Also ich sage ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und wünsche euch natürlich toi, toi, toi für die Zukunft und auch für euer Jubiläum dann in knapp 3 Jahren. Ich sage Dankeschön an unsere Sentisfäger.